Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zu The Callisto Protocol mit eurer Sira, die sich hier regelmäßig halber in die Hose kackt. Vor allem, wenn dann irgendwelche Viecher kommen, die neu sind und die mich dann halber umbringen. Aber bisher bin ich noch nicht gestorben. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich glaube, ganz schlecht kann es nicht sein. So, ich glaube, hier kam ich wieder zurück, weil ich mir dachte, da hinten ist noch was. Und ich glaube, so ganz Unrecht hatte ich nicht. Ah, auch mal wieder. Ja, ich drücke schon wie eine Irre. Ich drücke schon. Komm schon, mach auf die Tür. Komm jetzt. Okay. 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 What? Wer zum Geier hat die denn aufgehängt? Das waren doch never diese Viecher, oder? Oh Gott. Und ich fühle mit dir. Officer Dex Simons. Entschuldigung, mein Freund. Das muss abartig sein gerade. Kann ich nachvollziehen. Da musst du jetzt aber durch. Okay, ich glaube, das waren keine Viecher. Ich glaube, das war irgendeine Gang, die hier noch rumgurkt. Oder zu dem Zeitpunkt noch rumgurkte. Boah. Alter. Das muss stinken. Vor allem so wie er darauf reagiert, müssen die eigentlich schon eine ganze Weile da hängen. Wenn das schon so stinkt. Was ist das? Kann ich das nicht? Ach komm. Solche Stampfdinger gibt's auch. Interessant. Ich glaube, ich bin schon an Dutzenden davon vorbeigelaufen. Speichern? Kann ich das auch kaputt machen? Offenbar nicht. Da haben wir eine Dose Cola. Da haben wir nichts. Ich muss wahrscheinlich hier durch die Tür. Alter. Looks like it's busted. Get inside. I can drive it from here. You sure about that? Ah, jetzt sind wir auf dem Aufzug. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. The brakes don't look too good. Elias! Try it. One of the motors shorted out when I transferred power. Stop the cab! Stop it! Elias! The system's not responding! You've got to do it manually! Wait, what? How? Just jam something into the brake! Hurry! Come on, you son of a bitch! Tschüss. Jacob, you still with me? Yeah, barely. I need to figure out why this system's acting up. Reset the power down there and get to the other elevator. You're nearly here. Another elevator. Can't wait. Ja, aber wenn der hier das überlebt hat, dann hat er keine sonderlich große Lust mehr auf. What? Was bist du denn? Mach es kaputt! Was? Was? Was zum Geier? Das hat mich gerade so dezent an diesen bloßen Kopf erinnert von den Dividern aus Dead Space. Was zum Geier, Alter? Hi! Grüß dich! Ah, das war damit gemeint. Falsche Richtung ausgewichen.
Holla, die Waldfee, Alter. Holy shit. Holy shit. Kann ich da noch mal... Ja, kann ich, aber ich krieg leider nichts. Oh doch, da liegt was. Doch, da liegt was. Ich hoffe, das wurde aufgenommen. Das war zu geil. Da bin ich auf meine Reaktion gespannt. Sicherung erforderlich. Ach so, das ist eine, wo schon was fehlt. Oh Gott. Muss ich auch noch aufpassen, was hier am Boden liegt. Und am besten dann auch noch kaputt schießen, bevor da was rausschießt. Weil das hat nämlich auch schon Schaden gemacht. Komme ich denn da hoch? Ja. Jetzt habe ich irgendwie Angst, irgendwo hinzugehen. Nein, nicht schon wieder. Die tun weh. Die tun richtig kacke weh. Kann ich das nicht irgendwie verhindern? Guck mal, die machen voll Schaden, die Scheißviecher. Das ist so bescheuert, wenn ich das nicht verhindern kann. Oder kann ich das durch Schleichen irgendwie verhindern? Weil die machen voll Schaden. Ich kann doch nicht das ganze Spiel hier nonstop überall rumschleichen. In der Hoffnung, dass da irgendwo, wenn mal so ein Viech irgendwo rumsteht, dass mich das nicht direkt irgendwie kaputt beißt zur Hälfte. Weg mit dir. Weiß nicht, ob das so ein Viech war. Ich glaube tatsächlich nicht. Oh, da liegt was. Das war so ein Vieh. Oder es war einfach nur irgend so ein Blüppel, wo halt was gedroppt hat. Oh, da kann ich wieder was aufheben. Oh Gott, jetzt habe ich mich erschrocken. Hab ich mich gerade erschrocken. Ah, Leben. Dankeschön. Oh, bitte gerate da nicht rein. Das wäre schlecht. Für uns beide. Nice. Nice. Officer Carrie Brown. Brown. Da. Anweisung höchster Priorität. Sicherheitspersonal wird zur kinetischen Zellentransfersystem-Wartungsbucht entsandt. Anlage höchster Wichtigkeit wird um 03:15 transferiert. Bereich auf Personal mit Freigabelevel Zeta begrenzen. Tödliche Gewaltanwendung wurde autorisiert. Geburtsdatum 2388. Oh, da ist eine Lebensdings. Bummens. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich einfach nicht. Ich euch auch nicht. Wie viel habe ich denn noch?
Ein Spuckerino. Der klingt nicht gesund. Komm schön zu mir. Fatzviecher. Weg. Ist ja schön, dass du so schnell laufen kannst, wenn du gerade im Zielmodus bist, Alter. Das ist prima. Das ist toll, dass du dich weiter vorbeischleichst. Oder dass du weiter am Rumschleichen bist, wenn du im Zielmodus gerade bist. Das ist toll. Wow, hast du wunderschöne Füße. Da unten. Wahnsinn. Gut gezielt. Ja. Wow, ihr Profis. Was macht ihr denn da? Ja, liegt auch noch. Hallo. Nee, oder auch nicht. Ja. Prima, wie langsam du zuschlagen kannst. Du machst das toll, Junge. Ah, Leben. Ah, erlösend. Und Kredits. Darf ich denn jetzt... Die haben wunderschöne Füße einfach. Das ist der Hammer. Ja gut, ich habe noch Platz. Ich habe gesagt, ich habe... Hallo? Spiel? Er füllt sich nicht mal auf. Ach so, das sind alles Energieumwandler. Ist das dein Ernst? Ja, und jetzt? Ah, ich glaube, das sind zwei separate Inventare, kann das sein? Das ist so für Medizin und keine Ahnung. Und das hier ist für Waffen. Warum zum Fick muss ich mir denn Medizin mit irgendeinem anderen Krimskrams teilen? Ist das bescheuert? Ja, sorry, aber ich muss leider irgendwas wegschmeißen, weil ich muss mir ja so ein Lebenspack noch mitnehmen. Ansonsten habe ich ja ein Problem. Wie bescheuert ist das denn gemacht? Aber Hauptsache, ich habe 5 Millionen Plätze für irgendwelche scheiß Muni oder sowas. Das ist die Hauptsache. Ist ja schön, dass man so viele Energiewandler und Zeug kriegt, wo man Geld mit verdient. Das bringt man nur leider herzlich wenig, wenn hier nirgendwo so ein Ding ist. Wie wär's denn, wenn ihr mir mal so ein Ding gibt, endlich mal? Da britzelt's und brutzelt's. Da ist zu, also muss ich wohl. Oder auch nicht. Ach, da. Sicherung erforderlich. Hä? Ich habe doch vorhin auch schon mal so ein Sicherungsding gefunden. Was ist das? Ah, Torsicherung. Perfekt. Ich würde aber eigentlich ganz gerne tatsächlich den von vorhin, wo ich schon mal so eine Sicherung hatte, benutzen. Ah, das war mit Sicherheit nicht derselbe. Was ist los? Jetzt lauf doch mal. Hallo? The fuck? Ach
Ach so, da war hier die Kiste. Wo hatte ich diese erste Torsicherung gesehen? Oh. Den hatte ich noch gar nicht angehittet. So was. Schande über mein Haupt. Er rennt schon wieder nicht. Was ist los mit dem Jungen? Muss ich das verstehen? War das hier? Ah, hier war das. I don't know, ob ich irgendwas richtig mache oder falsch mache. Ich hätte gern mal irgendwie eine Werkbank. Damit ich mal mein Zeug verkaufen und wieder Platz schaffen kann. Noch ein Energieumwandler. Ja, toll. Was ist das? Ich kann nichts mehr tragen. Was soll ich denn tun? Boah, ich kotze. Es ist ja schön, dass überall so viel Gelumpe rumliegt. Da kann ich aber leider nichts mit anfangen. Skunkflintenbauplan. Toll. Super. Spiel, ich mag dich jetzt schon. Jetzt muss ich alles einfach wegschmeißen, weil ich keinen Platz mehr habe. Wo ist denn hier so eine scheiß Werkbank, wo ich das ganze Zeug machen kann? Das kann's doch auch nicht sein, dass man hier dutzende Sachen kriegt, aber nirgendwo so eine Werkbank hängt, wo man das mal verkaufen kann oder so. Also ehrlich, ne, da kann ich ja gar nichts... Kann ich im Grunde gar nichts mitnehmen, außer irgendwelche Lebenspacks, weil die sich auch noch mit diesem Gelumpe die Plätze teilen müssen. What the fuck einfach nur. Ich will eine Werkbank haben. Ist das bescheuert, ey. Boah, ey, echt, da schwillt mir schon wieder alles, ne? Ich habe auch keine Ahnung, worauf ich achten muss, wie die Dinger aussehen. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Vielleicht bin ich auch schon an 500.000 vorbeigelaufen. Und jeder, der mir gerade bei zuguckt, der kommt an. Oh, guck mal da und da und du läufst voll dran vorbei. So, ja, Entschuldigung. Die sind für mich leider nicht ersichtlich, wenn hier schon welche waren. Weil ich finde das so behindert, sorry. Das ist so unnötig. Wenn ihr so selten nur diese Werkbänke platziert habt, dann platziert die Items dafür bitte auch nur sehr selten. Man kann halt nichts mitnehmen. Man hat keinen Platz. Man hat viel zu viele Sachen. Leben und Item teilen sich, aber Hauptsache die Waffen haben irgendwie dreimal so viel Platz. Gefühlt. Nicht tatsachenmäßig, sondern gefühlt. Dreimal so viel Platz. Also sorry. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Echt? Was ist das? Schon wieder ein Energieumwandler. Aber das ist, glaube ich, den, wo ich fallen gelassen habe, weil ich eh keinen Platz habe. Also und dann kommt wahrscheinlich so eine Werkbank, wo ich dann irgendwie durch die Tür gehe und nicht mehr zurück kann. Dann kommt wahrscheinlich eine Werkbank. Weißt du, wo ich nicht sagen kann, oh, ich gehe nochmal zurück und hole den Rest. Also entweder ich bin einfach nur saumäßig blind gewesen und habe die Dinger nicht gesehen. Oder es war schlicht und einfach keiner da. So, aber gut, dass ich nochmal zurück bin. Wir haben wenigstens einen Bauplan für eine Schrotflinte gefunden. Triff Elias. Ich würde gerne mal eine Werkbank treffen. Wie wäre es denn damit? Das interessiert mich, dieser komische Typ. Ich will eine Werkbank treffen. Bum. Ich finde das immer ganz toll, wenn am Ende des Levels dann die Werkbank kommt, wenn man die Hälfte zurücklassen musste. Oder am Anfang. Wenn man die Hälfte von dem ganzen Zeug einfach zurücklassen muss, weil man keinen Platz hat.
und man eigentlich Leben braucht. Und zwar nicht zu knapp, wahrscheinlich. Und man immer dann eine Werkbank findet, wenn man 150 Millionen Sachen zurücklassen musste und man im Grunde nie Kohle hat, um irgendwas zu machen. Look at the size of that thing. Elias, I'm in the elevator. I see the shoe. Ich habe leider keine Schuhe an. Ach, was für ein Zufall. Er meldet sich nicht mehr. Und es ruckelt wieder. Ich kann sie, die Schuhe. Elias, can you hear me? Nee, kann er nicht. Merkst du doch. Sorry for not responding. This thing's found a way inside here. Really tearing up the place. Can we still get to the shoe? Yeah, but it's on emergency power, so I'll need to stay here and run a manual override. Don't worry. I can get you over there. I'm activating the gondola right now. It'll carry you across. Nutze die Gondel, um die Schuhe zu erreichen. Ich habe so viel Scheißdreck einstecken. Ich hätte gerne Werkbank. Oder was auch immer, als was auch immer man das bezeichnet. Errungenschaft. Sicher ist sicher. Ich will doch nicht mit der Gondel fahren. Vergiss es. Ich will wissen, ob es hier eine Werkbank gibt. Dass die Gondel die kommt. Die will ich nicht. Ah, da ist so ein Ding. Ja, sag ich doch. Upload angeschlossen. Abgeschlossen. Skunk Flinten Bauplan. Stabilität. Rekonfiguriert Druck durch die Ergänzung eines vorderen Handgriffs, um Rückstoß zu verringern. Ach komm, ach so, ich verstehe. Das ist praktisch, ja, das ist praktisch die Werkbank. Munition für Revolver, Elektroschlagstock. Schaltet einen neuen tiefen Angriff frei, der nach einem erfolgreichen Block des letzten Angriffs eines Feindes verwenden kann. Öffnet die Abwehr des Gegners für Folgeangriffe. Schaltet einen neuen schweren Angriff frei. Ideal für extreme Situationen, in der Schaden wichtiger ist als Kontrolle. Bei Bossen zum Beispiel. Eine leichte Legierungshülle, die die Schwunggeschwindigkeit durch die Reduktion aerodynamischen Widerstands erhöht. Verlängert die Dauer der Nahkampfangriffskombos eines Offiziers. Halt die Schnauze, Alter! Ich habe keine Zeit für dich. Erhöht das Schadenspotenzial der Waffe, indem der gesamten Munition zusätzliche Treibladung hinzugefügt wird. Ich muss das wahrscheinlich nacheinander aufrüsten, ne? Außerdem, das ist voll teuer, der Scheiß. Erhöht die maximale Energiekapazität. Erhöht die Grip-Aufladerate durch zusätzliche Kühlkörper. Erhöht die Schleuderkraft durch Entfernen von Sicherungen. Ziel kann beim Aufprall verletzt werden. Also nicht ich, sondern das, was ich weggeschleudert habe. Alter, dieser Typ, ne? Ich bin nicht dumm. Halt die Schnude. Und das ist... Ah, die Knarre, die ich erst machen muss. Gesundheitsinjektor. Ich kann also auch so ziemlich alles bauen. Und jetzt möchte ich ganz gerne schauen, ob ich nochmal zurück darf. Und die anderen Sachen holen darf. Och Kind, halt die Schnude. Ich weiß, dass ich dahin muss. Ich habe aber schon mal gesagt, ich will noch nicht. Ich brauche erst Geld und muss mir Knarren bauen. Und aufrüsten und mir Kraut. Ich will nochmal zurück. Ich will die anderen Sachen holen.
Pardon? Pardon. Nee, ist klar. Warum habe ich das gewusst, dass man nicht mehr zurück kann? Kines, ey. Müsst ihr diese blöden Werkbänke so behindert setzen? Ernsthaft jetzt? Dass man zwischendurch ständig irgendwas ablegen muss? Und da irgendwie 2, 3, 4, 5, keine Ahnung, wie das zukünftig noch aussieht. Dass ich das alles ablegen muss, um überhaupt mal einen Lebensböppel zu kriegen, weißt du? Und dann kommt ihr an und setzt irgendwie alle 100 Kilometer nur eine Werkbank hin. Toll. Das nenne ich mal grandioses Gameplay. Im Übrigen sieht das für mich aus wie ein Hamburger. UGC Printing for all your needs. Ach, alter Maul. Schrotflinte. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Kostet auch wieder 800. Alter, der Typ geht mir auf den Sack. UGC Printing, the highest quality. Have a united day. Yeah, Schrotflinte. So, 200 habe ich noch. Man könnte eigentlich nichts mehr aufrüsten. Heißen Dank auch. Gut, hat sich erledigt. Schnelles Waffelwechsel. Das Waffelwechselmenü. Drücke 2, um das Schnellwahlmenü für Waffen aufzurufen. Verwende das Mausrad, um eine verfügbare Waffe auszuwählen. Drücke die linke Maustaste, um die ausgewählte Waffe auszurüsten. Waffen können auch aus dem Inventar ausgewählt und ausgerüstet werden. Also 3 ist Leben, 2 ist Waffen. Ah. Ach Mann, jetzt halt doch mal dein Baul endlich. Du gehst mal abartig auf die Nerven. Boah, wie ich manche Spiele hasse, ne, die wo alle paar Sekunden darauf hinweisen müssen, wo man jetzt hin muss. Da lobe ich mir tatsächlich diese Brotkrumen, die es bei Dead Space gab. Da konntest du von alleine drücken, wenn du nicht weiter wusstest und wurdest nicht von irgendwelchen NPCs belästigt. Meine Güte. Meine Güte. Ach komm. Ja, sauber. Au. Au. Ja, ich finde das schön. Danke. Haha. You need to find a way to turn the power back on in there. Ja, I'm looking. Halte den Strom wieder ein. Guck mal, ich bin schon wieder halb tot, Alter. Ich meine, wie unfair ist das denn? Ich kann doch nichts machen, kann nicht richtig ausweichen, aber die Viecher spucken mich die ganze Zeit voll. Wow. Finde ich... Okay, ich habe richtig gedrückt. Finde ich sehr fair von dem Spiel. Ja, da kann ich mir direkt ans Reinzwiebeln und habe direkt Neues gekriegt. Guck mal, ich bin halb tot schon wieder gewesen. Also aktuell muss ich sagen, gefällt mir das Spiel gerade gar nicht mehr so richtig. Sorry, ist aber leider so. So, einmal. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich sie hätte rausnehmen müssen oder erst durch die Tür hätte gehen müssen. Ja, so ein Scheißding brauche ich auch nicht. Ich vergesse übrigens auch immer mal wieder mit Chinesen zu arbeiten. Wahrscheinlich lägen hier... Nee, ich kann hier nicht durch. Wahrscheinlich liegen da überall irgendwelche Sachen rum, die ich eigentlich auf die hätte schmeißen können. Hab's aber mal wieder nicht gecheckt. Weil das ist halt Sira, ne? Sira hat es nicht so mit Taktik. Sira ist da eher so draufballern einfach nur. Ja, und nun? Hier irgendwo.
Kann ich immer noch nicht leiden. Und ich auch nicht. Liegt noch so ein komisches Ding. Noch so ein komischer Akku. Kann ich denn wieder zurück? Nee, ne? Nee. Das waren die Erste-Hilfe-Dinger. Die Schuhsteuerung. Ich glaube, ich bin blind. Oh. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Oh, irgendwie ist meine Cam ein bisschen dunkler geworden, habe ich so das Gefühl. Moment. Ich mache das mal ein Ticken heller. So. So, dann sieht man mich. Dann sieht man meine mein wunderschönes Gesicht ein bisschen besser. Aber wie... ja. Warum muss ich hier die ganze Zeit gehen? Willst du mich verarschen? Ich bin doch nicht mal müde. Ich komme hier auch nicht mehr weg. Interessant. Was muss ich denn jetzt machen? Bin ich dumm? Ach, okay. Lass mich raten. Ach, okay. Okay, ich hol mal die Dinger wieder. Ich glaube, ich weiß, wo ich lang muss. Das muss einem auch halt erstmal auffallen, ne? Nein! So rum, bitte. Ah. Alter, jetzt noch mal leben? Kinders, ich habe dieses Ding erst angefangen. Und ich habe jetzt schon wieder ein volles Inventar. What the fuck? Ich glaube, der da ist das, ne? Ja, der sieht auf jeden Fall so aus. Während der Abwicklung griff Song mit zwei Mitgliedern, nee, griff Song zwei Mitglieder des Lasos-Kartells an und schlug diese krankenhausreif. Nutzung des genetischen Zellensystems für alle Schuhtransfers angeraten, um zukünftige Zwischenfälle mit Häftlingen dieser Größe, dieses Temperaments oder dieser kriminellen Herkunft zu vermeiden. Gut. Und wir sind schon wieder bei 33 Minuten. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!